Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Green Hell. Ja, wir haben es hier geschafft, ein Palmendach zu bauen. Und ja, der eigentliche Sinn dahinter ist, dass unser Nur dreimal zu Feuer. sterben. Nur. Genau, Nico ist an einem Raubtier, Jaguar. nenne ich es jetzt mal, weil ich es nicht genau identifizieren konnte, was es ist, gestorben. Alter, du hast es auseinandergenommen. Ah. Ich kann gucken, was es ist. Wir haben ein Jaguar kaputt gemacht. Ja, was habe ich gesagt? Ja, ich nix gut in Bio gewesen. Und genau, Nico ist jetzt, glaube ich, da irgendwie jetzt dabei, hier unser Feuer hinzusetzen. Wie sieht es bei dir aus mit der Hydration? Hast du Ich Durst? habe gerade eben erst getrunken. Ah, okay, dann trinke ich ihn recht. Ein recht. Es dürfte, glaube ich, nichts da sein. Ich habe alles leer Das getrunken. waren zwei. Ah, gut. So, ein Feuerchen. Gucken wir mal, was haben wir hier? Ein Feuer. Nee, eine Lehmdusche. Nee. Bist du eigentlich ein bisschen sehblind, oder? Ha, das ist jetzt natürlich belastend. Oh nein, not really. Kannst du das nicht hier irgendwo hinmachen? Ist es zu steil? Als ob. Warum konnten wir hier unser Dach nicht Hier unten in hinplatzen? der Ecke. Oder Geht ja außerhalb? gut los. Gerade hier wird es noch gehen. Hey. Okay, na Zählt es dann. halt noch als drunter oder Ja, nicht? eigentlich Überhaupt. schon. Eigentlich schon. Ich stehe jetzt hier. Okay, Das ist drehen ging auch nicht. eigentlich. Ja, dann machen wir es halt da. Aber haben wir nicht ein größeres? Nee. Kleines Lagerfeuer. Wie entdecken wir denn ein großes? Weil hier die Seiten sind ja noch alle frei. Joa. So hungry. Wie etwa Nüsse. Ist etwas Also ich sag Fetthaltiges wie etwa Nüsse? jetzt mal so, wir haben zwar schon, was weiß ich, wie viele Infektionen gehabt, aber wir haben noch nie wirklich danach geguckt, wie wir die heilen können. Ich habe mir mal eben eine unbekannte Nuss gegönnt. Und ich Oh bin ja, nicht die gibt, gestorben. glaube ich, fünf, ja, die gibt, glaube ich, 15 Fett. 15. Fett. Ja, genau. Ja, die habe ich vorhin auch gegessen. Fett sieht jetzt halbwegs okay aus, aber das Rote und vor allem das Gelb. Ich brauche was. Ja, rotes Fleisch. Rotes Fleisch. Dann musst du das Ding wieder anmachen, das Feuer. Ja. Oh, und meine Apfelschnecken sind für alle verdorben. Du hast zu lange gebraucht. Ja, ich brauche jetzt erstmal wieder so ein komisches Holzbrett, um da. Ja. Wachsen die Bäume eigentlich auch mal nach? Ich glaube nicht. Wenn wir so weitermachen in dem Tempo, haben wir fast gleich keine Bäume mehr. Was ist denn eine Kokosnussbidon? Was ist denn ein Bidon? Ein Bidon. Ja. Nie gehört, kein Plan. Das macht mit einer Kokosnuss und einem Seil. Ja, dann guck mal, was es hier hergibt. Wir haben keine ganze Kokosnuss. Vielleicht kommt jetzt eine Runde. Lagerkiste. Oder ist Lehmmische. der Du hast eine Baum zu Lehmmische groß? Kann man gebaut. den nicht fällen? Ich glaube, das Ding hier kann man nicht fällen, oder? Ah, scheiße. Welche? Die ganz großen Bäume. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diesen kann man nicht fällen. Nee. Oder man braucht eine größere Axt für. Das kann natürlich sein. Ich würde mal eine Lagerkiste bauen. Ach nee, da brauche ich Lehm. Lehmziegelstein Ja, und und dafür brauchen wir Feuerbrett. Lagerfeuer. Oh. Und ich denke halt nicht, dass dieses kleine Feuerchen dann Lagerfeuer ist. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie man Lagerfeuer kriegt. Das ist etwas hart belastend.
Und es regnet wieder. Schon wieder. So, ich habe jetzt aber so ein... Oh, das Klapperschlangenfleisch ist auch verdorben. Oh, mein ganzes Fleisch hier ist verdorben. Ja, meins verdirbt nämlich auch. Wir müssen so schnell wie möglich das ans Ding legen. Ans Feuer. Und ich muss schon wieder schlafen. Ja, ich auch. Die halten ja echt nichts aus, diese Spasten. Lagerfeuer Asche. Kriegt man vielleicht Lagerfeuer Asche, indem man... Lagerfeuer macht? Nee, indem man, jetzt sag ich mal ganz doof, hier draufschlägt. Nee. Nee. So, das ist hier? Das tut nix. Oh! Wir kriegen die Stöcker wieder. Na, nee, okay. Oh. Ups. Hallo? Hi. Danke. Ich geh mal kurz... Oh, ich hab schon wieder irgendwas. Was hab ich denn jetzt schon wieder? Oh nein. Was hast du... What the fuck? Ich hab das Fleisch, was da seit Tagen liegt, gegessen. Oh, du bist ein... Oh. Du bist... Das ist schon ein bisschen doof. Ja, ey, das hat ewig viele Proteine gegeben. Also, mir was wert. What? Okay. Ehrlich gesagt. Das war schon in dem Sinne gewollt, weil ich dachte mir, okay, das Fleisch wird ja wohl die Proteine trotzdem haben. So, jetzt brauche ich dieses Gelbe. Boah, warum verliere ich Gesundheit, wenn ich schlafe? Lebensmittelvergiftung, oh. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum verliere ich Leben, wenn ich schlafe? Und vor allem, wie kriege ich Leben wieder? Was fragst du mich? Ja, das müssen wir noch irgendwie herausfinden. Miss Wunder, Wunderfektion, Egelfieber, Lebensmittelvergiftung. Eine Lebensmittelvergiftung wird im Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Eine Einnahme von Pflanzen mit natürlichem Anti-Lebensmitteleffekt, Vergiftungseigenschaften beschleunigen den Heilungsprozess. Weil die Lakuste, die Languste ist... Mengenelementen. Oh, das ist natürlich belastend. Mein Fleisch geht in 2 Stunden kaputt. Ja, Moment. Kannst du nicht einfach kurz das Feuer da unten anmachen? Ja, Alter. Ich mach mir gerade das Werkzeug dafür. Gut. Ich hoffe, ich habe noch trockene Blätter. Oh, ich habe ganz viele trockene Blätter. Hier, ich lege die alle hin. Brauche ich alle nicht. Da, ganz viel getrocknetes Blatt. Ah, du machst schon, okay. Wow, ich muss erstmal schlafen. Ja, ich habe zu wenig Energie dafür. Oh, okay, und schlafen geht tatsächlich gut für die Lebensmittelvergiftung. Die geht sehr schnell runter dann. Nein, kein Stock. Warum hast du hier nochmal ein Feuer aufgestellt? Ich habe 5 Fleisch bei mir im Dings. Und wo ist mein Feuerbrett? Ah. So, Feuer. Mach mal dort drüben bitte auch Feuer. Mal gucken, ob das Ding hier abfackelt. Nee, ich glaube nicht, oder? Mal gucken. Dafür muss ich noch ganz bisschen mehr Energie aufsammeln. Um das andere Feuer zu machen? Mhm.
Sonst würde es wieder brechen. So. Oh. Und. Hast du jetzt auch eine Lebensmittelvergiftung? Nein, ich habe nur irgendwas mit geistiger Gesundheit gekriegt. Hm. Hast du die trockenen Blätter aufgesammelt? Für dich? Dich? Nö. Weiß nicht, wo du die. Die stehen hier, die liegen hier direkt, also es müssten 8 Stück sein hier. Getrocknetes Blatt direkt vor dem langen. Ah ja. Ah, oh, perfekt, dann können wir nämlich hier das Fleisch machen und dann können wir das gleich essen, bevor das schlecht wird. Das geht in einer Stunde geht es kaputt. Das hat auch, ja. Also so ein Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es hier irgendwie nicht. So ein. Na doch, eigentlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum ja schon. Ich hält. Essen! Essen macht auch dein Leben wieder hoch. Mhm. Das sehe ich jetzt gerade. Ich bin auf der Hälfte vom Leben jetzt wieder. Alter Schwede, wir müssen ja eigentlich dann fast dauerhaft Tiere töten. Und eigentlich müssten wir zu viert sein. Eigentlich und eigentlich schon hier und da. Was hast du eigentlich für Symbole über deiner Lebensanzeige? Die Uhr. Nur die Uhr? Okay, was heißt das? Wahrscheinlich auf die Uhr gucken, wa? Ja, dass halt irgendwelche Mengenelemente da fehlen. Bei mir ist es jetzt halt, sind Fette. Ne, Fette ist das Grüne. Ja, die sind auch nicht viel, aber... Das Gel, Kohlenhydrate. Wir müssen Bananen suchen. Bananen sind gelb. Das füllt das Gelbe auf, oder was? Oh ja. Ich guck mal, geh mal hier nach links. Will ich nicht auf das Kokosnuss nach links. Ja, hier nach links zu dieser großen Palme, da habe ich nämlich Bananen hergehabt. Okay. Nee, ich schon hier das unten. Mal hier, das Fleisch ist nämlich jetzt hier Jaguarfleisch getrocknet. Ess mal eins. Ja. Oh, nee. Wie viel man da so kriegt? Essen. 36 Proteine, 15 Energie, 5 geistige Gesundheit. Oha, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Bist du voll? Ansonsten nimm das andere auch noch. Aber guck mal, das Feuer scheint anzubleiben. Ja. Das ist gut. Tatsächlich. Das ist gut. Guck mal, du siehst jetzt auch da oben, das läuft viel langsamer durch. Wie meinst du viel langsamer durch? Wo? Die Anzeige an dem. Ach, an dem Leute, Feuer, da ist eine Anzeige. Mhm. Leute, die habe ich noch nie gesehen. Ah. Nochmal. So, eigentlich brauche ich das nicht. Ich nehm's nur. Nicht? Ja, nimm's mal. Wie lang hebt es gekocht? Ein Tag, 23 Stunden. Ich lege jetzt mal die Laguste auch dahin. Die Languste, mein Gott. Geil. Nähe zum Feuer, geistige Gesundheit plus 2. Nähe zum Feuer? Ja. Geil. Ja, es bleibt auf jeden Fall an, weil es regnet. Oh. Es regnet aktuell. Jetzt nimmer. Hä? Oh lol. Ich guck einmal kurz hoch, ja, es regnet noch. Ich guck weg, es regnet nicht mehr. Ich glaube, das müssen wir öfters machen. Das geht mehr oder weniger schnell. Ich probiere jetzt mal das Pekari-Fleisch. So, welche große Palme? Oh, ich hab 60 Proteine gekriegt, 16 Fette und 15 Energie. 60 von diesem Wildschwein. Wir müssen Wildschweine töten. Oh. Wildschwein scheint gut zu sein, okay. Ja, wir können auch gucken, kann man diese Pilze auch aufs Feuer schmeißen? Bestimmt. Bananen. Genau, Bananen. Da ist gerade eine Kokosnuss runtergefallen. Ah ja, Kohlenhydrate, schön. Da bin ich ja fast ausgewogen. Ich brauche nur Fette jetzt. Scheiße, mein Speer müsste hier irgendwo liegen. Hä? Ich habe meinen Speer gerade hier irgendwo ins Nichts geworfen. Jetzt ist er verschwunden, oder was? Geil. Du musst mich verarschen. Als ob jetzt. Diese Pilze sehen doch... Aua. Diese Pilze sehen doch... Aua.
Ah, hier, mein Speer, ich hab'n. Okay, ich hab'n. Ich weiß nicht, woran ich gerade verletzt wurde. Warte mal, ich hab doch hier eine Kokosnuss gesehen. Ja, ja, das ist gut. Weißt du, bist durstig. Scheiße. So, auf dem Weg noch ein paar Steine mitnehmen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ja. So, wo kriegen wir jetzt noch Fett her? Also Pilze sind ja nicht dafür bekannt, sehr fettig zu sein. Aber ich esse mal einen zum gucken, was passiert. Nix und es gibt Kohlenhydrate. Okay. Wir haben zwei neue Bananen. Wir haben zwei neue Schalen. Das ist gut. Nee, nee. Alles gut. Ich habe die bloß aufeinander gelegt, da bringt's aber dann nicht viel. Ja. So, ich geh mal weiter schon auf Ja. Oh, scheiße. Bist du ein fauler Sack. Was? Ich muss immer schlafen. Immer wieder. Hey, das ist ein bisschen arg oft, finde ich. Ja. Du hast Bananen mitgenommen, oder wie? Ich hab noch zwei. Hey, guck mal bitte schnell nach den Krebsen, die ich am Fleisch die ich an den Grill hingelegt habe. Ah, ja, Moment. Die könnten jetzt natürlich auch schon hinüber sein. Warum? Gekocht. Nehmen. Ja, nehmen sie mal mit. Nehmen und nehmen. Kein Platz mehr im Rucksack. Geil. Ich brauche grün. Oh, ich bin voll bis auf grün. Ja, genau, geht mir auch so. Eigentlich. Müsste auch mal das ganze faule Zeugs hier aus dem Inventar schmeißen. Hast du das alles noch im Inventar? Hm. Weil ich eigentlich gerade auch mal gucken wollte, ob man das Faule nicht eventuell Ja. Da steht nichts, ne. Wenn man es aufs Feuer schmeißt, ob das dann eventuell doch noch irgendwie was rauskommt. Aber da passiert nichts. Oh, ich hab das Molani Molina Blatt gekriegt. Und das tut was? Das ist für Band und sowas. Oh. Okay. Ich hab drei Stück. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Oh, ich hab Ekel. Weg. Gut. Okay, was ist das hier? Ich mache hier mal ein paar so Bäume kaputt, so farbige. Mhm. Unbekannte Blume. Boah, kann man Dinger im Inventar nicht irgendwie drehen? Für? Um das vom Platz her ordentlich zu stapeln. Ich glaube nicht. Hast du noch Bananen im Inventar? Oder hast du alle gegessen? Zwei. Soll ich die hier vors Bett schmeißen? Nein, alles gut. Die sind recht selten, oder? Keine Ahnung. Es waren jetzt vier an der Palme da. Ich habe bislang noch keine andere Palme gefunden, wo Bananen dran sind. Feuer hält jetzt ewig lange, wenn es trocken bleibt. You gotta be kidding me. Alter, ich drück immer Escape, um aus dem Bett zu steigen. Es geht nie. Und ich lerne es einfach nicht. Ich hab schon wieder eine Kokosnuss. Geil.
Wie war das? Es gibt geistige Gesundheit, wenn man nah am Feuer ist. Ja. Also bei mir geht die immer weiter runter. Ich krieg aber rechts angezeigt plus 2. Jetzt brauche ich wieder Fette. Boah. Ich habe noch eine unbekannte Nuss. Na, die kann ich essen. Bringt die Fette? Ja, 15. Hä? Was habe ich denn gerade ausgerüstet? 3 muss doch eine Axt sein. Klingt eine Seerosenblüte nach was, was man essen möchte. Ich ess mal. Gute Frage. Lebensmittelvergiftung und Kohlenhydrate. Okay. Ich muss mich kurz hinlegen. Ah, ich könnte mal gucken. Ja, okay, doch. Ich guck mal, wie viel jetzt diese Languste gibt. Mhm. Es steht tatsächlich, wenn du... 18 du Proteine kannst... und eine Energie. Ja, du musst aber einmal gegessen haben. Ah, okay. Hm. Ich habe ja auch noch ein Stückchen Fleisch. Ich habe ja noch das 60er Fleisch. Also wir können das irgendwie tauschen oder so. Ja, ich brauche keine Proteine, ich brauche Fette. Fette 16. Du brauchst Fette, ich habe Nüsse. Kann ich dir geben. Das ist ja gut. Hier, 2 Nüsse. Danke. Und, warte, komm mal her. Moment mal. Das Kokosnussfleisch. Das ist auch fett. Das ist auch fett. Hier, noch ein anderes. Noch ein zweites. Das kannst du essen und dann gleich die leeren Schalen wieder dahin legen. Ja. So, mal gucken, was kann man hier alles aus Feuer schmeißen. Ist nett, okay. Nee. Aber ich kann es essen. Kann man Nüsse aus Feuer schmeißen? Tut auch nichts, okay. So. Krass, ich hab quasi alle 4 Dinger mehr oder weniger hoch. Voll. Voll nicht, irgendwie so halb voll, aber. Oh, bei mir ist Hydration wieder unten. Die sind aber alle leer, wa? Nee. Nee. Bis auf 2. Jetzt 4 müssen in allen ein bisschen was drin sein. Ja. Gut. Was? Sagen, das sieht aktuell gar nicht mal so verkehrt hier alles aus. Aua! Okay, man kann sich am Feuer auch verbrennen. Ich hab auch noch unbekannte Kräuter. Die kann ich auch essen. Kräuter? Okay. Ich bin mal dann gespannt, das sehen wir ja dann in der nächsten Folge. Ja, Moment, ich schmeiß mir hier mal kurz meine verdorbenen Pilze noch raus. Kann man da Blätter draufschmeißen, um das Feuer zu verlängern? Sieht so aus. Ah ja, okay. Wenn man Blätter aufs Feuer schmeißt, dann geht das Ding wieder ein bisschen zurück. Damit kann man das Feuer wieder verlängern. Ah, deshalb konnten wir das wahrscheinlich nie machen, weil es im Feuer stand. Oh. Okay, eine Sache mache ich noch schnell. Apfelschnecken. Ah ja. Gucken, was die geben. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich stell mich mal hier runter. Hier in die Nähe zum Feuer. Genau. Das tut gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die grüne Hölle unsicher machen. Und bis dahin, macht's gut, lasst ein Like und ein Abo da, wenn's euch gefallen hat. Ich krieg den ganzen Rauch hier ins Gesicht. Gut, wie gesagt, wenn's euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.